52% Grünfläche trotz Industrie und hoher Besiedlungsdichte. Das ist höchst. Bürgermeister Herbert Spahr führt uns per Fahrrad durch die Gemeinde und wir starten direkt auf dem höchsten Balkon. Ja, wir stehen jetzt am höchsten Punkt von Höchst. Und zwar am höchsten Kirchturm vom Vorarlberg, der mit 78 Metern der höchste ist. Und auf diesem Balkon sind wir auf 40 Meter Höhe und haben einen perfekten Überblick über ganz Höchst. Das Besondere, Höchst ist ein Industriestandort mit zwei Leitbetrieben, die Firma Blum, die Firma Gras, aber auch, und das zeigt sehr stark jetzt, auch ein Naturraum. Höchst ist nicht nur Siedlungsraum, sondern auch Naturraum, umgeben von Wasser, der alte Rhein, der neue Rhein, der Bodensee und bietet einfach Lebensqualität. In Summe kann ich sagen, höchst erfreulich. Als Familienbetrieb gestartet und in Höchst zu internationalen Big Playern gewachsen. Die Rede ist von den Betrieben Blum und Gras. Gut, wir als Familienunternehmen, Firma Blum, entwickeln, produzieren und vertreiben Funktionsbeschläge für den Möbelbau in der dritten Generation jetzt. Als exportorientiertes Unternehmen sind wir international in 32 Ländern weltweit vertreten und trotz dieser Internationalität sind wir natürlich stark mit unserer Heimat, dem Standort Vorarlberg, verwurzelt. Ein paar Radminuten weiter befindet man sich abseits der Hauptstraße schon mitten in der Natur. Ob Auszeit am Bruckerloch, Kanufahren und Stand-up-Paddling am Alten Rhein oder am See oder einfach ein Besuch bei Carla und Zita, den Hängebauchschweinen, auf der Naturparkfarm. An Naherholung hat die Gemeinde vieles zu bieten. Mir ist natürlich der Naturschutz sehr wichtig. Das ist meine Lebensaufgabe, meine Lebensfreude. Und ich finde, dass Höchst da ein Paradebeispiel dafür ist, wie das idealerweise umgesetzt wird. Also wir haben ein Dorfzentrum, wo die Leute leben können. Wir haben rund um eine Industrie, wo ist. Und daneben gibt es aber eben noch naturbelassene Orte, wo man sehen kann. Am Alten Rhein, am Bodensee. Und dazu sind es nicht Menschenausschlussgebiete, sondern es sind dort, wo Menschen auch noch sich aufhalten können. Und damit zieht es natürlich auch Besucher an. Nicht nur Kinder, die da spielen wollen oder Fischer, die da sind, sondern es gibt immer auch neue Sachen, wie momentan Kanufahren, Stand-up-Paddling. Familienfreundlichkeit und das soziale Miteinander kommen hier ebenfalls nicht zu kurz. Neben dem Kindercampus stehen die Häuser füreinander und miteinander. Also das soziale Miteinander und solche Häuser, wie wir jetzt da haben, ist ganz, ganz was Wichtiges in Höchst und überhaupt in Vorarlberg und auch in Österreich, weil einfach es ist so barrierefrei gebaut. Wir haben eine riesen Warteliste, die Leute sind froh, dass sie einfach auch solche Wohnungen kriegen können. Das ist natürlich ein Paradebeispiel, weil es so mitten im Ortskern ist und die Leute hocken da so immer und sind einfach froh, wenn da ganz viel läuft. Und diese soziale Betreuung, wo wir dann halt auch bieten, diese Ansprechpartner direkt vor Ort haben, vereinfacht einfach ganz vieles. Ein Hingucker ist die neue Volksschule Unterdorf. Das Gebäude in Holzbauweise, lichtdurchflutete Klassenzimmer, Aufenthaltsräume und Freiräume sind an das pädagogische Konzept angepasst. Der Spielplatz ist öffentlich zugänglich. Die nächsten Stationen führen uns zu lokalen ProduzentInnen, groß und klein. Qualität aus dem Rheindelta. Hier ist der größte Obstbauer des Landes beheimatet. Knapp 300 Tonnen Äpfel stammen von Obstbauer Jens Blum. Und Dominik Lumasecker vom Malerhof verrät uns, wie Regionalität an Wichtigkeit zugenommen hat. Seit dem Corona-Start muss man echt sagen, dass das Kaufverhalten von Kundschaftern sehr stark geändert hat. Es wird akzeptiert, es wird angenommen, was man im Rheindelta für eine Vielfalt hat. Und wir merken so, dass wirklich vermehrt unser Gemüse, unsere Kräuter, unsere Blumen und unsere Stauden gekauft werden. Allgemein zuerst muss ich echt sagen, was mir gut gefällt. Wir sind zwar ein großes Dorf, also eine große Gemeinde, jedoch hat man ein brutales Dorfleben miteinander. Also es kennt jeder der andere und es ist richtig schön miteinander. Das Leben in Höchst macht unumstritten durchaus Gin. Sabine Fink hat hier einen mittlerweile nicht mehr so kleinen Direktvertrieb. Ihr Mann Hubert startete das Gin-Brennen vor einigen Jahren als Hobby, wurde Brenner des Jahres und im Schnapshäusle gibt es zusätzlich zum Gin Sabines Eigenkreationen wie Eierlikör-Gin, Kaffee-Gin, Whisky, gesunde Köstlichkeiten sowie witzige Sprüche und andere feine Kleinigkeiten. Perfekt auch als Mitbringsel.
In den Gärten nebenan sind Weinreben zu entdecken. 12 Hobbywinzer, dieselbe Weinrebe und die gemeinsame Verpflichtung zur Qualität. Aus einem Weinstock wird ein bis maximal 1,5 Kilo Trauben geerntet und diese schließlich zum Förster Gessler Wein verarbeitet. Unser Tag in Höchst führt uns außerdem an den Wasserbüffeln vorbei, wo es bei Bernd Gehrer Büffelmozzarella, Büffelmilch und auch Eis aus Büffelmilch gibt. Für die VeganerInnen unter uns gibt's übrigens Zitronensorbet. Doppelt erfrischend, weil bitter und säuerlich angenehm vereint. Weiter geht's zum Gemeindehafen, umgeben vom Naturschutzgebiet Rheindelta. Das Vorarlberger Rheindelta war immer schon sehr, sehr schwer zugänglich. Die Riedwiesen hätte man praktisch nicht bewirtschaften können. Das ist nicht gegangen. Und bis dann mehr möglich war, hat es verschiedene Überlegungen gegeben, wie kann man dieses Gebiet nützen. Dann sind die Leute draufgekommen, dass man vielleicht einen Hafen bauen will. Also Österreich ist ein Binnenland und dann wollte man da im Höchster, Geisau-Ried, einen großen Binnenhafen bauen. Und dadurch ist das Gebiet unverbaut geblieben. Dann ist man irgendwann draufgekommen, das kann man nicht machen. Und dann haben die Leute gedacht, bauen wir einen Flughafen. Und dann ist alles unverbaut geblieben, weil man dachte, man baut einen Flughafen. Und dann in den 70er Jahren haben die Leute gedacht, na, bevor wir einen Flughafen hier haben, haben wir lieber ein Naturschutzgebiet. Und darum ist das Höchster Ried und das Bodenseeufer hier 1976 auch zum Schutzgebiet erklärt worden. Im Tagesausklangsmodus landen wir schließlich direkt bei der Gemeindegrenze beim Glashaus. Höchst am Bodensee. Als wertvoller Teil der Rheindelta-Familie Höchst, Fußach und Geisau.